euch gut? Seid ihr glücklich? Yeah. Yes. Oh, das ist so schön. Und ihr fragt euch auch vielleicht, warum ich das jetzt so explizit frage. Kann ich euch sagen? So. Nein, weil es hat doch jetzt wieder diese Liste gegeben mit den glücklichsten Ländern, ne? Und wieder Platz 1 Finnland. Zum 6. Mal hintereinander. Und Deutschland nur Platz 16. Sag mal, das ist jetzt mal Butter bei die Fische. Wer von euch hat für Finnland gestimmt? So. Das kann doch so gar nicht sein, wenn hier keiner... Also, ich sag's euch, ist natürlich Statistik, ist ja klar. Ich habe es mal ein bisschen aufgedröselt. Ich habe mal geguckt, es gibt circa 5 Millionen Finnen, bisschen mehr, aber circa 5 Millionen. So, und die haben die offensichtlich alle gefragt. Wahrscheinlich haben die auch noch die Bäume mitgefragt, jedes Blinzel vom Elch gezählt, so. Aber wir sind 83 Millionen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass wir nicht 10 Millionen finden, die das hier spitze finden. Und wenn wir die haben, dann sind wir doppelt so glücklich wie die Finnen. Ja. Mathe. Ja, weil ich muss sagen, Mathematik war immer schon meins. Nein, ich kann euch das auch mit der Statistik kurz erklären. Laut Statistik zum Beispiel ist jeder 9. Stroh doof. So, das sind... umgerechnet etwa 90%. So. Ja, ich gebe zu, das habe ich vorbereitet. Das hätte ich jetzt so schnell gar nicht rechnen können. Nee, aber können wir ja mal überprüfen. Also, bin so gespannt, wer es ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doof. So, das... Da denkst du aber jetzt auch, na tolle Statistik, ne? Und du denkst, ein Glück sitze ich hier. Ja, und das ist natürlich Quatsch, wir kennen uns ja noch nicht mal. Aber deswegen merkst du auch, das ist alles egal. Und mir ist das ehrlich gesagt egal, ob wir auf Platz 16 sind. Ich lebe gerne hier. Und was haben wir schöne Sachen hier in Deutschland, auf die wir auch immer so stolz sind, ne? Platz 1, was wird immer gesagt? Das Brot. Also, oh, wir sind aber auch Schleckermäulchen hier in diesem Lande. Da sind wir, oder? Dieses Brot, mein Gott, ist das gut. Die Franzosen, mit ihrem, wenn man da einmal reinbeißt in so ein Baguette, man hat sofort den Gaumen aufgeschnitten von ihnen, weil eben diese große Kruste und von der Verstopfung will ich gar nicht erst anfangen. Und bevor hier falsche Bilder entstehen, ich führe das schon oral ein. Nein. Aber ich habe dann mal so geguckt, ne, was gibt's noch für Statistiken? Wir sind tatsächlich auch noch in einer anderen Statistik auf Platz 16 und zwar bei den EU-Scheidungen. Tada! Ja, wo man auch denkt, das ist ja toll. Häufigster Grund für eine Scheidung ist nach wie vor die Hochzeit. Genau. Und ja, aber wir heiraten einfach gerne. So, ich würde das gar nicht so negativ sehen. Und deswegen heiraten wir einfach auch ein bisschen öfter. Ist doch eigentlich auch ganz schön. Platz 46 haben wir allerdings bei der Internetgeschwindigkeit. Doof, ne? Aber ehrlich gesagt, weißt du, was sollen denn diese ganzen Statistiken? Ich mache das nicht mehr mit. Wisst ihr was? Ich mache mir jetzt meine eigene Statistik. Nee, was mir aufgefallen ist, wisst ihr, wo wir auf Platz 2 sind? Deutschland ist das zweitbeliebteste Land bei Spielern von Stadt, Land, Fluss, die Land mit D suchen. Ja, oder? Direkt hinter Dänemark. Bam!